Herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Wir sind immer noch dabei, das neue Haus zu bauen. Es wird auch schon wieder dunkel, glaube ich. Wir stecken immer noch die Größe ab. Ich werde nochmal hier eine größere Produktionshalle bauen. So ist doch in Ordnung, dass hier die Produktionshalle wird, für die Maschinen jeglicher Art. Müsste eigentlich die Mitte sein. Ja. Eine Produktionshalle. So. Ich glaube, das reicht erstmal aus. Das heißt. Oder das wird unsere Halle, ja, für die Minenarbeit. Wir müssen auf jeden Fall unbedingt zurück, bevor wir sterben hier. Nicht Game Mode. Zurück wollten wir. Neues Haus. Altes Haus. Das alte Haus. Da. Wir wollten einmal schlafen. Holzböden, ich weiß gar nicht, was man so für Böden benutzen soll. Ich finde eigentlich, da habe ich zu wenig eigentlich. Steine. Noch einmal ein bisschen was wegschmeißen. Spargel behalte ich mal. So, altes Haus, neues Haus. Oder ich mache diesen Raum für das Portal. Mal gucken. Da muss das Haus ja entstehen. Gucken wir uns erstmal hier rein. Was haben wir denn für Steine? Haben wir das schön Steinboden. Ah, also sowas kann man als Boden nehmen. Ganz schick. Ich glaube, ich nehme mal einen für den Boden. Das Mauerwerk. Was haben wir hier? Ich dachte, für den Boden so eine Art Laminat hier. Birkenholz.
beiden Räume auf jeden Fall mit dem Birkenholz Laminat mal auslegen. Eine kann ja ein Schlafzimmer werden. Das andere vielleicht eine Küche. Obwohl, vielleicht ein Reis, aber Schlafzimmer. Mal schauen. Dann gucke ich jetzt aber doch nochmal dieser Boden aussieht. Zum Beispiel diese Eingangshalle benutzen. Was auf dem Bild sah da besser aus. Naja, finde ich nicht so schick. Ja, weg. So sieht er viel schicker aus. Gucken wir uns doch mal diesen an. Boah, der sieht doch schick aus. Den nehmen wir für die Eingangshalle. Einmal hier vorne, einmal da hinten. Mehr benötigen. Und nochmal das Ganze. Aus. Das Ganze machen wir auch nochmal für den großen Raum hier. Na, diese Blumen. Dafür machen wir es natürlich noch viel mehr. Deswegen zweimal das. Einmal hier. Wir bauen ganz langsam unser Häuslein. Entweder wird es halt hier so eine Halle, wo, wenn wir denn mal einen Steinbruch haben, wo dann alle Sachen reinkommen, dann stehen wir Kisten mit einem Führungssystem. Das werdet ihr dann sehen, wenn ich dann damit anfange, wenn das Haus fertig ist. Oder für eine Produktionshalle. Ich denke aber, dass die richtige Größe eigentlich für so ein Ablagerungssystem hat. Zumindest momentan halt noch nicht die Ressourcen haben für ein anderes. Aber das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wo kommst du denn hier? Es ist doch tagsüber. Und wir haben wieder ein Treppler mit unserem Schwert. Okay.
mal, das ist. Nächste Folge werde ich aber auch erstmal wieder was anderes machen. Nicht das Haus bauen. Wir uns wieder ein bisschen der Forschung widmen. Es gibt nämlich noch so viel erforschen. So viel zu erforschen. Aber natürlich lange nicht durch sind. Mehr Stein. Dann noch. Dann. So, haben wir auch das den großen Raum gefliest. Leg halt gerade noch, wie wir das jetzt fließen. Vielleicht einfach doch mit gelben, gelb-grünen Stein. Einfach mal so. Das wäre ja dasselbe wie das dann. Obwohl, nee, es wäre nicht dasselbe. Den. Stein mit Fliesen. Um uns den mal. Ah, so als Flur hier. Das ist schon mal ganz gut. Was nehme ich da für einen Stein? Ja, wahrscheinlich auch Fliesen. Es wird auch schon wieder dunkel. Möglicherweise verbrennt er da, dann stimmt nicht. Wir brauchen viel mehr grünen Stein. Ein bisschen hier. Weit wir dann kommen. Und Zombies. Köpfe. Haben wir dann auch den grünen Stein. Aber es ist doch schon mal ein Anfang von dem Haus. Ich weiß noch gar nicht, was die Räume, also Flure sind klar. Der Raum ist vielleicht auch klar. Schlafzimmer. Sowas eine Art. Ich bringe mal das Tor auch hier rein. Ich weiß es halt auch noch nicht so genau. Das ist auf jeden Fall zum alten Haus zurück. Wir brauchen grüne Steine. Hellgrüne Steine. Also diese hier. Davon brauchen wir mehr. Und wenn es die hier unten noch gibt. Gar nicht so aus. Und jetzt muss ich sie einfach von da nehmen. Also ich meine, wir wollen generell sowieso irgendwann mal hier weg sein.
kommen wir auch gar nicht mehr zurück, wenn wir hier erstmal weg sind. Das reicht ja aber auch sowieso schon wieder. Jetzt haben wir nicht mehr viel gefehlt. Und an der Stelle da ja auch wieder. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.